Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Ihnen ein bisschen berichten über die medikamentöse Therapie der COPD, wobei mich Herr Lingemann gebeten hatte, ich soll weniger auf das schon Bekannte meinen Schwerpunkt legen, sondern mehr auf das, was möglicherweise in der Zukunft kommt, beziehungsweise was ganz neu ist. Was Sie schon wissen, kommt hier in dieser Folie, und zwar, welche Medikamente haben wir. Das ist das, was auch in den Leitlinien drinsteht, insbesondere auch die, die Herr Professor Teschler gerade eben Ihnen empfohlen hat. Wir haben einmal die inhalativen kortisonhaltigen Präparate, wir haben die inhalativen die bronchial erweiternden Medikamente, wobei es hier allerdings auch noch ein Medikament gibt, was ich nicht aufgeschrieben habe, das ist das Theophyllin, was aber sehr viele Nebenwirkungen hat. Dann lauter. Dann müsst ihr die Technik bitte hochregeln. Okay. Ich hoffe, das klappt. Wenn nicht, bitte dann nochmal melden. Also wir haben die inhalativen bronchial erweiternden Medikamente, dann die Tabletten, da gibt es nicht allzu viele. Und wir haben die Schleimlöser, die für Patienten eben gedacht sind, deren Mucus, also Bronchialschleim, schlecht abgehustet werden können. Nun, die inhalativen Cortisonpräparate kann man einmal in der Monotherapie geben, macht man heute aber nicht mehr, sondern nur in Kombination mit den inhalativen bronchialerweiterten Medikamente. Hier unterscheidet man die sogenannten Beta-2-Mimetika, Beta-2 deswegen, weil die auf dem Beta-2-Rezeptor der Zelle wirken. Die wirken entweder kurz, nur 4 Stunden, 12 Stunden oder neuerdings gibt es auch ein Medikament, was 24 Stunden wirkt. Auf dieses werde ich später noch einmal eingehen. Und dann gibt es noch die sogenannten Anticholinergika. Da gibt es in Deutschland nur 2 auf dem Markt, einmal ein kurzwirksames und ein langwirksames Medikament, was 24 Stunden wirkt. Und die Kombinationspräparate, die sicherlich viele von Ihnen nehmen, die eine COPD haben, insbesondere eine schwerere, mittelschwere oder schwere COPD, die werden eine Kombination haben von einem inhalativen Cortisonpräparat und einem 12 Stunden wirksamen Beta-2-Mimetikum, also ein bronchial erweitertes Medikament. Von den Tabletten gibt es eigentlich nur 2. Das einmal ist das Theophyllin, theophyllinhaltige Präparate, die sehr günstig sind, allerdings auch erhebliche Nebenwirkungen haben, insbesondere weil sie schwer von der Dosis her steuerbar sind, weil unterschiedliche Menschen reagieren unterschiedlich auf dieses Medikament. Raucher zum Beispiel reagieren auch wiederum unterschiedlich, sodass es durchaus zu einer Überdosierung kommen kann. Dies merkt man mit einem Tremor, mit so Unruhe, innere Unruhe, das liegt also an dem Medikament. Deswegen sind wir Lungenfachärzte nicht glücklich mit dem Theophyllin, sondern betrachten es als Mittel der dritten Wahl, also relativ weit hinten. Ja, und dann das Cortison. Cortison ist eigentlich nur ein, also als Tablette oder als Spritze, nur ein Notfallmedikament, was im Notfall in der Exazerbation, den Begriff hatten wir schon gehabt, gegeben wird und nicht in der Langzeittherapie gegeben werden sollte, weil Cortison in der Tablettenform erhebliche Nebenwirkungen hat, also Knochenerweichung, Pergamenthaut und so weiter. Ja, und dann gibt es noch die Gruppe der Schleimlöser. Da gibt es jetzt eine ganze Reihe von Medikamenten. Die bekanntesten ist das N-Acetylcystein oder ACC. Dann gibt es das Mucosovan und dann gibt es pflanzliche Produkte wie zum Beispiel Ziniol oder Murtol. Wie ist jetzt nun die neue Entwicklung? Also das ist jetzt mein Schwerpunkt, den ich hier weiter in meinem Vortrag mit Ihnen besprechen will. Neue Medikamente. Wir haben neue inhalative kortisonhaltige Präparate, erweiternde Medikamente für die Bronchien und es gibt auch ein neues Präparat in Tablettenform. Nun, die Präparatennamen habe ich Ihnen hier mal aufgeschrieben, zurzeit in der Prüfung, also in Studien zurzeit untersucht, kommt wahrscheinlich bald auf den Markt. Bald heißt im nächsten Jahr oder vielleicht im übernächsten Jahr, das wissen wir nicht so genau, das Flutigason-Furorat oder das Mometason-Furorat, das teilweise auch schon für die Therapie in dem Bereich der Nase zugelassen ist. Dann seit wenigen Jahren oder einem Jahr ist jetzt das Indacaterol zugelassen. Das ist ein bronchial erweiterndes Beta-2-Mimetikum, was einmal am Tag inhaliert werden muss. Und in der klinischen Prüfung, in Studien, das Vilanterol.
Auch das wird sicherlich in der nächsten Zeit, also wie gesagt, ein Jahr vielleicht, auf den Markt kommen. Dann gibt es die Acetylcholinergika, einmal das Glycopyrrolat, das Trospium, das Aclidiniumbromid, was zurzeit ebenfalls in Studien untersucht wird. Ja, an Tabletten eine Neuerung ist das Roflumilast. Auch das ist eine neue Entwicklung, die im letzten Jahr auf den Markt gekommen ist. Ist ein antientzündlich wirksames Medikament, was ebenfalls zur Therapie bei der COPD zugelassen ist. Was ich jetzt weitermachen wollte in meinem Vortrag, ist Ihnen einige Daten zu diesen neuen Medikamenten vorstellen, weil diese Medikamente möglicherweise für uns und für Sie in der Zukunft von Bedeutung sein werden. Also der neue Bronchodilatator, das neue Beta-2-Mimetikum, das Indacaterol ist schon auf dem Markt. Und hier ist die wichtigste Studie dazu, die eben zeigt, an der 1-Sekunden-Luft, an der FEV1, ein Maß der Lungenfunktion, dass es tatsächlich gut wirkt. Die Lungenfunktion wird besser und wenn wir es vergleichen mit dem Tiotropium, womit und den unterschiedlichen Dosierungen, die hier auf dem Markt sich befinden, ist, dass die bronchial erweiternde Wirkung ungefähr gleich groß ist. Es gibt Nuancen hier drin, aber sie sind ungefähr gleich groß, jedenfalls wesentlich besser, als wenn man ein Präparat gibt, was gar keinen Wirkstoff enthält, dieses Placebo-Präparat. Allerdings ist es leider so, dass neue Medikamente, überhaupt Medikamente, aber auch neue Medikamente auch Nebenwirkungen haben und die möchte ich nicht verheimlichen und die müssen Sie auch wissen. Das Indacaterol hat die Nebenwirkung, dass es unmittelbar nach Einnahme einen kurzen trockenen Husten bei etwa 1/3 aller Patienten hat. Also 1/3 aller Patienten, die das Präparat mal einnehmen, haben einen kurzen Husten. Das sind so 3-4 Hustenstöße. Das kann dazu führen, dass man das Medikament nicht mehr nehmen kann, weil man das als zu stark empfindet. Die meisten aber geben an, dass die Symptomatik des Hustens nicht so ausgeprägt ist, dass man mit dem Medikament dass man das nicht mehr verträgt. Das ist also unmittelbar nach einer inhalativen Anwendung. Wir Ärzte hatten mal uns zusammengesetzt und haben das unter uns in der Runde, die waren ungefähr 10 Ärzte mal und da waren tatsächlich auch ungefähr 3 darunter, die dann auch diesen Husten hatten. Also es betrifft eigentlich jeden. Das sind ungefähr 1/3 aller Patienten. Aber wenn man das hier so sieht, 1/3 aller Patienten, immerhin 14% hatten auch den Husten in Studien bei dem Präparat angegeben, was gar keinen Wirkstoff angibt. Also es ist so ein bisschen in der Waagschale, was nun tatsächlich wichtig ist und das muss dann selber jeder für sich selbst entscheiden. Ein neuer Entzündungshemmer, ja da ist diese Tablette, dieses Roflumilast zu erwähnen. Wichtig ist, dass man ungefähr die Wirkungsweise kennt. Cortison als besonders wirksames, antiinflammatorisch, antientzündliches wirksames Medikament hat eine sehr, sehr breite Wirkung. Und jedes neue Medikament, was auf den Markt kommt, hat eine mehr zielgerichtete Wirkung. Und die zielgerichtete Wirkung von dem Roflumilast, das hier jetzt auf dem Markt ist, ist, dass es ein bestimmtes Enzym hemmt, nämlich die Phosphodiesterase 4, das PDE4. Wir wissen, dass die Entzündung, die zum Beispiel durch Rauchen ausgelöst wird, zu einer Verengung der Atemwege führt, zur Atemwegsobstruktion, zu einer Vernarbung der Bronchien, also wir nennen das Fibrosierung, dass es zu einer Aktivierung von Entzündungszellen führt, die dann in der Lunge und in den Atemwegen zu weiteren Schäden führt. Und die Phosphodiesterase, hier die PDE4, hat da einen wesentlichen Beitrag, die es für die Entzündung leistet. Und dieses Medikament, dieses Roflumilast, ist nun in der Lage, dieses Enzym zu hemmen, wobei die Entzündung dann hier auch gehemmt wird. Sie wird nicht vollständig gehemmt, aber sie wird etwas gehemmt. Und sie wird so weit gehemmt, dass tatsächlich auch dies eine Auswirkung hat auf die Erkrankung und weil das ja ein antientzündliches Medikament ist, wirkt es weniger erweitern auf die Bronchien, das ist unerheblich, sondern es wirkt eben dadurch, dass die Entzündung gehemmt wird, was man messen kann in der Reduktion an Notfällen, an Exazerbationen.
Und das ist hier in der Grafik dargestellt. Wir haben hier ein bronchial erweiterndes Medikament, das Salmeterol, also ein 12-stündig wirksames bronchial erweiterndes Medikament, das alleine gegeben wird und das hier zusammen mit dem Roflumilast gegeben wird. Und man sieht, dass die Anzahl der Notfälle der Exazerbationen hier gesenkt werden kann. Das ist ungefähr ein Fünftel in Studien, was man damit an Exazerbationen an Notfällen innerhalb dieser Studienpopulation senken konnte. Das heißt also, wenn Sie von Ihrem Arzt ein solches Medikament verschrieben bekommen haben, ist das Hauptziel, dass man die Entzündung reduzieren kann und in Form von Notfällen. Und es hat aber keinen Sinn, das Medikament zu verschreiben bei einem Patienten, der gar keine Notfälle hat, der stabil ist und der auch keinen Husten und keinen Auswurf hat. Der Husten und der Auswurf ist ein Ausdruck von einer Entzündung in den Atemwegen und ist eine Voraussetzung für das Verschreiben dieses Präparates, weil man weiß, dass es gerade in dieser Situation am besten hilft. Also wenn ich das zusammenfassen darf, die Tablette wird einmal am Tag gegeben. Wir haben einige Nebenwirkungen, die ich jetzt noch nicht erwähnt hatte, nämlich Durchfälle und Gewichtsverlust. Wie gesagt, jedes Medikament hat auch einige Nebenwirkungen. Es wird in der Leber abgebaut, also Patienten, die einen Leberschaden haben, da darf man das nicht geben. Es erweitert nicht die Bronchien, sondern es wirkt antientzündlich, braucht eine Zeit lang, bis es eben wirkt, ist aber ein idealer Kombinationspartner zu den bronchial erweiternden Medikamenten. Also auch hier wiederum eine Wirkung, die akzeptabel ist, die aber noch gesteigert werden kann, wenn man es kombiniert, und eine Wirkung, die allerdings auch mit Nebenwirkungen begleitet ist, wie alle anderen Medikamente eben auch. Wir befinden uns heute in einer Zeit, wo sehr gerne inhalative Kombinationspräparate verschrieben werden, gegeben werden, einfach mit dem Blick oder mit der Sinnhaftigkeit, dass man sowohl die Entzündung hemmt, als auch die Bronchien erweitert. Es ist also ein sinnvolles Konzept und aus diesem Grund werden sehr viele Kombinationspräparate eben zurzeit entwickelt und auf den Markt gebracht und es gibt auch eine ganze Reihe von solchen Medikamenten. Und zusätzlich habe ich Ihnen noch eine kleine Untersuchung mitgebracht über einen Schleimlöser, eine ganz interessante Untersuchung, denn die ganzen Studien von Schleimlösern datieren eigentlich aus den 80er Jahren. Es gibt nur wenige aus den 90er Jahren und es ist eine, die ich mitbringe, die ist also ganz, ganz neu. Ja, eine schöne Entwicklung, was die Kombinationspräparate betrifft und die zurzeit am meisten auch in den Lungenfachkreisen diskutierte, ist die Kombination von dem 24-stündigen wirksamen bronchial erweiternden Medikament Indacaterol und einem neuen Präparat, was noch nicht auf dem Markt ist, das Glycoroniumbromid, das so ähnlich wirkt wie das Tiotropiumbromid, was aber dazu führt, dass die Lungenfunktion, dieser 1-Sekunden-Wert, deutlich sich verbessert gegenüber der Studiengruppe, die kein Medikament, dieses Medikament nicht erhalten hat, nämlich über 200 Milliliter. Das ist ein dramatisch guter Wert für eine Erkrankung, die sehr schwer mit Medikamenten zu therapieren ist. Ja, die jahrzehntelange Rauchen oder Staubexposition führt ja zu einer Veränderung der Lunge und es ist immer sehr schwer, dann mit den Medikamenten einen deutlichen Effekt zu erreichen, jedenfalls viel schwerer als beispielsweise beim Asthma. Und wenn man ein Medikament hatte, was also so gut wirkt, dann ist das schon, das merkt man schon in vielerlei Hinsicht im täglichen Leben. Das Medikament, diese Kombination ist noch nicht auf dem Markt, aber sie wird derzeit untersucht und ist zu erwarten, dass sie auf den Markt kommt. Ja, dann jetzt kommt diese Untersuchung, die eigentlich ja, ganz kurios ist, von einem Schleimlöser. Das ist ein pflanzliches Produkt. Das ist einer der wenigen Studien, die in den letzten Jahren publiziert worden ist in Wissenschaftskreisen zu dem Thema, kann tatsächlich ein Schleimlöser auch wirken. Das ist das Cineol. Es wurde hier untersucht an 200 Patienten. Es wurde über ein halbes Jahr gegeben gegenüber einem Placebo-Präparat, aber die Standardtherapie der COPD-Behandlung war erlaubt und man hat einfach dann geschaut, ob sich diese Patienten dann verbessern und ob sich die Notfallsituation, die Exazerbationen reduzieren lassen.
Das Ergebnis mal hier dargestellt, das ist die Summe der Rate der Notfälle, das ist die Dauer der Notfälle und die Schwere der Erkrankung. Zum Teil waren das Scores, also Punkte-Scores, die hier ausgewertet worden sind. Aber wenn wir uns das Ziniol mehr anschauen, ist tatsächlich so, dass die Dauer ist kürzer, die Rate ist ebenfalls geringer und die Schwere der Erkrankung auch, wenn man das gegenüber einer Standardtherapie ohne das Ziniol betrachtet. Ich hatte das Ergebnis, muss ich ehrlich sagen, so nicht erwartet, weil es ist eben ein pflanzliches Produkt, ein Schleimlöser, aber es sieht so aus, zumindest nach dieser sehr gut durchgeführten Studie, dass ein Schleimlöser, wenn er regelmäßig gegeben wird, hier offensichtlich zusätzlich zur Standardtherapie doch noch einen Effekt hat bei diesen Patienten, und zwar bei Patienten, die doch relativ schwer krank sind, zwar nicht sehr, super schwer krank sind, also nicht die Stufe 4, aber doch so mittelgradig schwer krank sind. Und das ist für die Schleimlöser ein ganz interessanter Aspekt, zumindest für das Cineol. Ich soll noch etwas berichten über das Lungenemphysem. Wir haben gerade eben die verschiedenen Emphysemformen kennengelernt von dem vorherigen Vortrag. Und hier ist mal so eine Computertomographie dargestellt, wie so ein Emphysem aussieht. Das sind diese Riesenblasen. Und man kann sich sehr gut vorstellen, dass diese Riesenblasen, da findet gar kein Sauerstoffaustausch mehr statt. Das ist letztendlich ja, Totraumvolumen, wie wir sagen. Es ist also ein Volumen, was eigentlich von dem, für den Patienten nicht mehr von Nutzen ist. Kann man hier medikamentös etwas tun? Das ist jetzt die Frage in meinem Vortrag. Gibt es eine medikamentöse Therapie gegen das Lungenemphysem? Also eine Tablette oder ein Spray, wo ich sage, jetzt, wenn ich es regelmäßig einnehme, wird das Emphysem dann geringer? Die Antwort ist leider nein, gibt es nicht. Das Lungenemphysem ist eine irreversible Erweiterung der Lungenbläschen und diese Erweiterung der Lungenbläschen ist leider irreversibel, zumindest was die medikamentöse Therapie betrifft. Also das ist jetzt eine Enttäuschung, aber es gibt dann doch einige Dinge, die da zu wissen sind. Das eine Mal ist, Vorbeugen ist besser als hinterher den Schaden dann zu haben, das ist klar. Also das ist die Noxe, das betrifft insbesondere unsere Jugendlichen. Ich fahre morgens mit dem Fahrrad immer an so einer Berufsschule vorbei und also da muss ich immer durch eine Riesenwolke dann durch an Zigarettenrauch und da denke ich, da könnte man eigentlich was tun, um das spätere Emphysem zu verhindern. Gut, wenn man dann ein Emphysem hat, was kann man machen? Man kann es verzögern, ebenfalls nicht mehr rauchen und den relativ seltenen Alpha-1-Antitrypsin-Mangel, falls er zu einem Lungenemphysem geführt hat, kann man therapieren, indem man dieses Protein substituiert. Das betrifft aber nur einen Teil der Patienten und einen ganz kleinen Teil aller COPD-Patienten. Ja, was gibt es noch für Möglichkeiten beim Emphysem? Dann bewegen wir uns außerhalb der medikamentösen Therapie. Es gibt bronchoskopische Verfahren, um das Emphysem zu verkleinern. Da wird Herr Professor Magnussen dann heute Nachmittag darauf eingehen. Und es gibt natürlich noch die operativen Verfahren, wo man also diese Blasen herausschneiden kann. Auch das wird dann später noch besprochen werden. Das gehört nicht jetzt zu meinem Vortrag. Ja, ich bin am Ende meines kleinen Vortrags gekommen. Ich habe Ihnen einen kleinen Überblick gegeben über das, was man heute an Medikamenten so für die Therapie der COPD zur Verfügung hat. Ich habe Ihnen einen kleinen Ausblick gegeben auf das, was zurzeit in Wissenschaftskreisen und in der Pharmaindustrie untersucht wird, was es an Medikamenten gibt, die möglicherweise den Markt erreichen kann. Und ich habe einen kleinen Exkurs zum Lungenemphysem gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören.